Seit der ersten Klasse hatte mich Peter gequält. Er hatte ausgerechnet mich seit dem ersten Tag an ausgesucht. Nicht als Freund. Nein, als Opfer. Er begleitete mich nach der Grundschule weiterhin auf das Gymnasium, um seine Taten dort fortzusetzen. Peter war wie eine Zecke, die mir mein Blut aussaugte. Natürlich habe ich es auch den Lehrern gesagt, doch als Peter es erfuhr, wurde es nur noch schlimmer. Er wurde zum Nachsitzen verdonnert und durfte weiterhin auf der Schule bleiben. Von da an quälte er mich mehr als jemals zuvor. Nicht physisch, sondern psychisch. In den Jahren ist etwas in mir gewachsen, wie ein Virus, der sich verbreitet. Es war ein Gedanke, der in meinem Kopf wuchs und den ich realisieren wollte. Mord. Peter sollte sterben. Es war, als ob der Gedanke nicht mehr von mir selbst kam. Er fühlte sich so fremd an. Doch es sollte passieren. Bald. Sehr bald würde ich es tun. Vor 2 Wochen war es dann soweit. Ich hatte den Plan perfekt ausgearbeitet. In dieser Nacht sollte es geschehen. Ich schlich mich in sein Haus, an dem ich schon den ganzen Abend gewartet hatte. In einer sicheren Ecke konnte ich beobachten, wann Peter und seine Eltern schlafen gingen. Endlich war es ruhig. Ich wusste, dass die Hintertür offen war, also ging ich hinein, nach oben, direkt zu meinem Ziel. Ich musste mich konzentrieren, um nicht nervös zu werden. Da stand ich nun vor seiner Zimmertür. Ich nahm eines seiner Kissen und drückte es ihm fest in sein Gesicht. Er wurde wach und schnaufte, er strampelte, bevor er schreien konnte, war es vorbei. Peter war tot. Endlich hatte ich das, was ich wollte. Nun ist doch alles gut, denkt ihr? Da habt ihr euch geirrt. Da fing der ganze Wahnsinn erst richtig an. Letzte Woche sah ich ihn das erste Mal. Ich dachte, sie wären Gerüchte. Doch nun kann ich mit Sicherheit sagen, er ist einer dieser Wiedergänger. Ich war in der Stadt unterwegs und unbekümmert. Nach meiner Tat konnte ich mich wieder unbemerkt hinausschleichen. Die Polizei fand nichts und die bestürzten Eltern machten einen wahren Aufstand, um den Mörder ihres toten Sohnes zu finden. Doch was dann kam, damit konnte ich nicht rechnen. Da stand Peters Ebenbild und kaufte sich beim Bäcker eine Brezel. Meine Welt brach in dieser Sekunde zusammen. Es war eindeutig Peter. Kein Zweifel. Er drehte sich um und sah mich. Ich zitterte und schwitzte am ganzen Körper. Peter ging einfach weiter. Danach ging alles andere wahnsinnig schnell. Peter ging wohl direkt nach Hause und überraschte seine Eltern, die wohl etwas perplex waren, was ja nicht verwunderlich war. Nach kurzer Erklärung und einem Anruf wurde ich von der Polizei festgenommen. Und nun sitze ich hier fest. Das ist alles nur passiert, da ausgerechnet mich, der letzte existierende Wiedergänger, jahrelang gedemütigt hatte und ich ihn darum umgebracht habe. Ich war noch nie ein Glückspilz gewesen.